Herzlich willkommen beim Markschen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Michelle Spillner zu Gast. Michelle ist Chefredakteurin der Magie, der Zauberzeitschrift des Magischen Zirkels von Deutschland. Sie erzählt dir, wie wichtig Status ist und auf was du dabei achten musst. Hallo Michelle, hast du heute schon etwas Spannendes für die Zeitschrift Magie entdecken können? Was spannend. Also ich habe den ganzen Tag tatsächlich Magie gemacht, von heute Morgen bis heute Abend. Spannend, oh je, es ist ja eigentlich alles recht spannend, was da so kommt. Für mich ist immer spannend zu sehen, wie viel Stoff habe ich. Am Anfang habe ich immer die Angst, dass es nicht reichen könnte. Und in der Regel merke ich, das ist viel zu viel. Wir haben auch dieses Mal wieder viel zu viel Stoff. Wir mussten ein paar Themen schieben, auch Leute, die was zugeliefert haben, jetzt vertrösten und werden auch ein paar Seiten mehr machen. Ja. Das war für mich wieder der größte Spannungspunkt, weil die Bianca, die Grafikerin, die baut alles zusammen, sagt mir dann, pass auf, das hat so und so viele Seiten. Ich überschlag natürlich und dann haben wir heute festgestellt, prima, fürs Titelthema haben wir noch 2 Seiten. Das ist dann spannend, wenn man sich fragt, okay, wie soll man das da reinkriegen, und dann muss man die Entscheidung fällen. Ja. Spannend ist in der nächsten Magie, die ist aber ja dann im März schon draußen. Das ist eine tolle Geschichte, die die Jungs geschrieben haben, die in China waren. Die waren bei einer sehr großen TV-Produktion dabei. Man hat das auch gesehen, der Ben Profane hatte auf Facebook sehr absurde Geschichten von dort gepostet. Und der Jakob Matthias hat es in die Hand genommen und hat alle, die dabei waren, der Patrick Lehn, der Ben Profane, Luo Luko und der Jakob selber, habe ich jetzt einen vergessen, ich glaube, ich habe alle gebeten, so ein bisschen aufzuschreiben, was sie da erlebt haben. Wir haben da das auch ein bisschen schöner layoutet, so ein bisschen das junge Heft quasi gemacht. Und das ist echt spannend. Also das muss man unbedingt lesen, das ist zum Schreien. Was da passiert ist, ist total absurd. Ja. Und ein schönes Beispiel dafür, dass diese asiatischen Länder doch nochmal anders ticken als wir. Also die sind totale Chaoten, man hat das Gefühl, die kriegen nichts auf den Weg. Ehrlich, das ist der Wahnsinn. Noch nie so ein Wahnsinn gehört. Und am Ende kommt was Unglaubliches bei raus. Also vor dem Hintergrund könnte ich mir auch vorstellen, dass der Weltkongress in Busan ein ziemlicher Knaller wird. Ja. Man kann eigentlich bei den Asiaten sagen, je chaotischer es vorher ist, desto besser wird es später. Und wenn ich mir jetzt mal so angucke, wie Busan so angefangen hat, das muss einfach eine Sensation werden. Ja. Also auf jeden Fall. Sehr schönes Konzept. Wie sieht es denn aus? Kannst du irgendwie so mal ein kleines Detail verraten, was so ganz abstrakt oder ganz komisch war? Bei was? Jetzt hier bei der Reportage, wovon du gerade erzählt hast. Ach, ja, wow. Also zum Beispiel, die haben da in diesem Fernsehstudio haben die eine riesige Werkstatt. Da wird alles gebaut. Also die Künstler kommen da hin und dann, also ich habe es jetzt auch nur erzählt bekommen, und dann sagen die, was sie wollen, und es wird gebaut. Also du kannst dann theoretisch auch sagen, ich möchte bitte einen authentisch aussehenden Panzer, der fahren kann und der schwebt und anschließend in der Luft sich auflöst. Wahrscheinlich kann man sagen, und die setzen es nicht. Da gibt es einen Auftrag und der wird erfüllt, ja. So, und so war es halt auch. Also der Ben durfte kein Metallmesser verwenden, die haben ihm dann halt ein Holzmesser gemacht, ja. Und der Patrick hat schön beschrieben, wie er darum gebeten hat, dass er einen Tisch braucht. Und dann haben die halt einen Tisch gebaut. Ich meine, da muss man einfach in die Magie gucken, sich mal das Foto anschauen. Das ist halt einfach zum Kreischen. Ja, also das ist, ja. Und es ist halt alles völlig überladen dort. Also allein das Bühnenbild vom Ben, das sieht eigentlich eher aus, als würden gleich irgendwie 28 süße Zwerge so eine Art Pilztanz aufführen, ja, mit so einem Regenbogen und so einem komischen, also wirklich, da ist der Ben Profane, ja, mit seiner Messernummer, ja. Also das ist schon sehr absurd, ja, und sehr schräg, ja. Wow. Was wäre das Verrückteste, was du dir davon bauen lassen würdest? Da habe ich noch gar nicht gedacht. Was würde ich mir denn bauen lassen? Was würde ich mir denn bauen? Oh Gott. Oh. Vielleicht so einen riesigen, also es gibt ja diese Fastnachtsmotivwagen, ne? Und wenn es nichts kostet und ich mal Spaß haben will, dann würde ich mir einen großen Weinkönigin-Motivwagen bauen. Mit großen Augen, riesigen Blättern, und obendrauf in der Mitte würde ich stehen, wie bei der Wahl zur Miss World. Da gibt es ja diesen schönen Film mit Sandra Bullock, Miss Undercover, wo dann die Miss World auf so einem Wagen durch die Straße fährt und dann alle so grüßt. Ja, da würde ich mir einen Weinkönigin-Motivwagen bauen lassen und würde dann überall rumfahren und die Leute grüßen. Aber wo du gerade deine Weinkönigin erwähnt hast, du musst, also ich schätze mal, viele haben dich schon mit dieser Nummer auf der Bühne gesehen, aber die dich halt eben noch nicht gesehen haben, kannst du ganz kurz mal erklären, worum es dabei genau geht, bei dieser Gala-Nummer, die du spielst?
Also die Weinkönigin, Weinkönigin gibt es ja, das sind ja so im Prinzip Botschafter für ein Produkt. Es gibt Weinkönigin, es gibt Wasserkönigin, Rosenkönigin, Spargelkönigin, Kürbiskönigin. Also das sind, je nachdem, nach Landstrichen gibt es da welche. Und dann werden die halt gekrönt, kriegen ein schickes Kleid an und fahren dann auf den ganzen Veranstaltungen und repräsentieren halt ihr Produkt. Die deutsche Weinkönigin ist ja auch ein Begriff. Und meine Weinkönigin kommt halt auch. Klassisch ist, dass eine Weinkönigin ein Grußwort spricht. Also die kommt dann und spricht dann so einen ganz langweiligen Text, wie das auch Bürgermeister bei irgendwelchen Ehrungen machen und so. Und die spricht eben auch ein Grußwort. Aber darunter liegt der Ärger mit einer Konkurrentin, den sie hatte. Also sie hat sich da wohl so ein bisschen heimlich reingemogelt, ja, und die so ausgeboxt, damit sie das wird. Und deshalb hat sie so eine latente Aggression und die kommt dann raus und dann flippt die aus, die Weinkönigin. Sie brüllt dann die Leute an. Es wird dann ganz klar, dass sie ihre Konkurrentin nicht mochte. Und währenddessen produziert sie halt ganz viele Weinflaschen. Und so, das ist im Prinzip die Nummer. Das Lustige ist halt, dass die ziemlich süß anfängt, also sehr klein und so, ich bin die Weinkönigin in Sonnegau und so. Ne? Und dann eben ausflippt, das ist dieser riesige Statuswechsel, an dem die Leute Spaß haben. Ja. Eine gigantische, eine gigantische Nummer, die man unbedingt sehen muss. Wie lange hast du daran schon gearbeitet oder wie lange spielst du die schon insgesamt? Ich spiele die, seitdem ich Premiere mit meinem Abendprogramm hatte. Das ist jetzt, lass mal rechnen, 7 oder 8 Jahre her. Der Anlass war, dass ich im Abendprogramm noch eine andere Farbe haben wollte. Also ich war halt die ganze Zeit die eloquente Zauberkünstlerin im schwarzen Silbernadelstreifenanzug, ja, relativ gleichbleibend. Und ich habe gedacht, das ist ein bisschen langweilig. Ich hätte gerne noch eine andere Farbe. Die Idee ist uralt. Ich habe ja mal für die Presse oder für die Lokalpresse ganz viel gearbeitet. Und da musste ich immer für die Zeitung zu solchen Weinfesten. Und dann stehen da halt 10, 12, 15 Weinköniginnen aus allen möglichen Käffern, ne? Dicke, dünne, schöne, kleine, hässliche, nette, intelligente, doofe. Ja, und jede steht dann da und hat so ihr Glas in der Hand und dann sprechen die halt ihre Grußworte. Das ist halt sehr langweilig, aber gehört halt dazu. Und ich stand immer da und habe gedacht, ach, wäre das schön, wenn die sich mal in die Wolle kriegen würden. Ich würde gerne mal sehen, wie eine der anderen irgendwie die Krone vom Kopf reißen, die sich die Haare ausreißen. Ja. Und dann habe ich gedacht, na, wenn die es nicht machen, mache ich es halt. Also, ja. Und die Idee war ganz alt und vor Ewigkeiten, also das ist bestimmt schon 15 oder 20 Jahre her, gab es mal eine Magic Monday in München im Unterton. Und da habe ich, das ist ja so eine schöne Spielfläche, wo man Sachen ausprobieren kann, dem Gaston und dem Ben und dem Thomas gesagt, ich würde einfach gerne mal die Weinkönigin testen. Die Idee wäre, ich ziehe mir einen Bündel an, ich schnappe mir so ein Weinglas und ich komme einfach vor jeder Nummer, also zwischen den Nummern raus und versuche, mein Grußwort zu entbieten. Und da komme man und sagt, meine Damen und Herren, in meiner Funktion als Sonnegauer Weinkönigin, und dann schiebt mich der Thomas immer weg. Also ich will den ganzen Abend ein Grußwort sagen und es kommt aber nicht dazu. Und am Ende setze ich mich dann durch, brülle ihn an und spreche noch mein Grußwort. Das war lausig an dem Abend, brauchen wir nicht drüber reden. Christoph Bohrer war im Publikum und hat gesagt, was soll denn das? Ja, das ist ja schrecklich. Ja. Und ich habe gesagt, ja, aber lass dich mal machen. Das war einfach nur mal probieren, gucken, was so drin steckt. Ne. Und dann zum Abendprogramm habe ich sie auf die Bühne gestellt. Man muss sagen, die war am Anfang wirklich schrecklich. Und es haben ganz viele Leute gesagt, schmeiß das Ding weg, das geht gar nicht. Du kannst die Leute nicht so anbrüllen, man versteht es nicht, der Wechsel ist zu groß. Was soll das überhaupt? Ich habe dran festgehalten, weil ich gesagt habe, es muss eine Nummer geben, an der ich Spaß habe. Und ich glaube an diese Nummer, ja. Und habe gegen große Widerstände es immer wieder gezeigt. Ich finde das sehr anstrengend. Wir Zauberkünstler, wir haben ja ein bestimmtes Material, mit dem wir erfolgreich sind. Und wenn es jetzt darum geht, dass wir auftreten, egal ob das jetzt im Zauberkontext ist oder bei der Firma, wir wollen ja immer unser Bestes zeigen. Und das führt dazu, dass wir uns auch ganz, ganz schwer tun, was Neues zu lernen. Ne? Weil, also ich kenne es dann auch, ich habe dann meine ganz normalen Sachen dabei und dann stehe ich am Tisch und denke, ja, ich könnte natürlich jetzt die Damenproduktion, Grußkarte, Kopfverdrehen machen, das kann ich. Ich könnte jetzt aber auch meine neue Ambitious-Card-Routine machen, aber die wird nicht so gut, weil sie noch nicht so lange gespielt ist. Und dann laufe ich halt über Jahre, mache immer selber und mache das nicht. Ja, so, weil ich eben nach wie vor das gut machen will. Ja. Und bei der Weinkönigin ist es dann halt so gewesen, dass ich wusste, die Leute hassen die. Das ist scheiße, das ist lustig, ja. Aber ich muss die trotzdem machen. Ja, so, also das krasseste Erlebnis, was ich hatte, das war in der Schweiz ein Comedy-Festival. Der hatte nur davon gehört, dass es diese Weinkönigin gibt. Die Schweizer kennen aber auch keine Weinkönigin und hat mich dann gebucht. Das waren dann Zauberer und alle möglichen Comedians, ging eine ganze Woche. Ja, und am ersten Abend habe ich dann die Weinkönigin gemacht und die Schweizer haben es nicht verstanden. Also die haben nochmal einen ganz anderen Humor. Das, was die lustig fanden, habe ich dann gedacht, okay, was soll das jetzt hier? Ja. Dann habe ich halt da rumgebrüllt und dann saßen die alle unten und haben gesagt, ja, warum schreit die Frau jetzt so? Warum schreit sie? Ist das ein Weinhitler oder was ist das jetzt? Ja, ja, so. Also ich habe viel immer wieder sie zeigen müssen, obwohl ich wusste, sie mögen sie nicht. Aber ich habe beim Juno in der Waggonhalle in Marburg, da gibt es regelmäßig Varieté immer 4 Wochen und der hat mich dann vor
5 oder 6 Jahren engagiert. Und dann hatte ich da die Gelegenheit, einfach mal mehrere Wochen am Stück jeden Abend die Königin zu machen. Und das hat sie gebraucht. Zum einen habe ich von den Kollegen sehr viel Feedback bekommen, was mir sehr geholfen hat. Die haben mich auch ermuntert zu sagen, mach doch mal anders, stell dich doch mal nach links, stell dich mal nach rechts, mach doch mal einen Knicks oder so. Das heißt, ich konnte da ausprobieren. Und ich selber eben, man muss einfach auch so ein Gefühl für so eine Nummer. Und da ist sie dann reif geworden. Und jetzt ja, läuft sie ganz gut. Eine Weile hatte ich mit ihr auch Probleme, weil sie öfter gebucht wird. Also die einzige Nummer, die wirklich konkret angefragt wird, das ruft niemand an und sagt, können Sie mal kommen, ihr Blindfin zeigen, können Sie mal kommen, ihr Kaninchen zeigen oder können Sie mal ihre Geldschein-Zigarette machen. Das ist für die Leute einfach nur Zauberei. Aber die rufen an und sagen, wir wollen die Weinkönigin. Und eine Weile war ich sehr eifersüchtig auf die Weinkönigin. Ich dachte, die blöde Alte wird gebucht. Wir haben uns aber geeinigt, dass die Weinkönigin vorwegläuft und mir die Tür auffällt, damit ich mit den anderen Sachen hinterherkommen kann. Das ist ein schöner Kompromiss. Wie sieht's denn aus? Würdest du sagen, dass dich dieser Widerstand, gegen den du angekämpft hast, persönlich aufgebaut hat? Aufgebaut nicht, aber ich habe ganz viel gelernt. Also ich habe gelernt, dass man an vielen Punkten sich selber treu bleiben muss. Ja. Natürlich sollte man nicht alles, was an Ratschlägen, also die Ratschläge, die kommen, sind immer gut. Also man sollte sich alles anhören und einfach angucken, was kann ich davon gebrauchen, was sagt mir was. Natürlich kommen auch Situationen, wo Leute einem Ratschlag geben, man sagt, es stimmt alles nicht und nach ein paar Jahren merkt man doch, der hat recht gehabt. Ja. Aber wenn man an was glaubt, sollte man dran festhalten, auch gegen diese Widerstände. Ja. So, ich hatte so ein Erlebnis schon mal, als ich bei der Weltmeisterschaft in Zaubern war, 97, da hatte ich sage jetzt mal keinen Namen mehr, da hatte ich jemanden, der hatte mir angeboten, dass er mir bei der Nummer hilft. Das war diese Traumannummer, da kommt ein Mann auf die Bühne, ich bin total verliebt und am Ende wandert eine von ihm unterschriebene Karte in eine Puderdose rein, im Groben, ja. So, und bei den Deutschen war die so ganz nett und dann musste ich natürlich für die Weltmeisterschaft noch was arbeiten und hatte mir jemand angeboten, dass er mit mir dran arbeitet, aber irgendwie kam es dazu nicht und 4 Wochen später vorher hat er mich angerufen und hat gesagt, wie sieht's denn aus? Und dann habe ich ihm erzählt, an welche Stelle ich die Nummer bis zu dem Zeitpunkt gebracht hatte und was ich mir überlegt habe. Am Telefon habe ich gesagt, dann mache ich das und mache ich das. Sondern hat der gesagt, was? Das ist ja eine Scheiße. Das kannst du doch so nicht machen. Das ist ja das Letzte. Oh nein, das geht so nicht. Ja. Und ich wusste aber, ich kann jetzt nicht 4 Wochen vor dem Ding nochmal das Ding neu aufrollen. Und es hat ja einen Grund, warum ich die Sache so entschieden habe. Und habe ihm gesagt, ist mir egal, ich mache das jetzt so. Und er hat mir gesagt, du wirst damit komplett auf die Fresse fallen. Kannst dich drauf einstellen, ja, so. Und dann bin ich hingegangen, habe es aber genauso gemacht und am Ende ja auch das war zur Deutschen Meisterschaft, Entschuldigung, das war vor der Weltmeisterschaft, das war vor der Deutschen Meisterschaft, das in Dresden auch. Und habe dann 3. Platz gemacht und mir ging es auch nicht darum, da einen Platz zu machen, sondern nur, dass es halt halbwegs läuft. Und danach kam er zu mir und hat gesagt, du, tut mir leid, dass ich das am Telefon so malig geredet habe, das ist gut so, ja. Und das war auch ein Beispiel, und das war ganz schwierig, weil wenn man dann da rausgeht und weiß, derjenige steht jetzt im Publikum und du hast es ihm erzählt und er sagt, das wird ein ganz großer Mist und der hat dir vorausgesagt, gleich tut sie einen Schlag und alle sagen, boah, die kannst du ja komplett vergessen, das dann trotzdem durchzuhalten und zu sagen, ich mache das jetzt, auf die Gefahren, dass der recht hat, ja, aber ich finde, daran wächst man, ja, natürlich hätte es auch sein können, dass ich komplett auf die Nase gefallen wäre, aber dann wäre ich auch gewachsen, dann hätte ich gemerkt, ja, deine eigenen Einschätzungen zu den Dingen reichen nicht, um das so werden zu lassen, dass es den Leuten, die Leute unterhält und magisch ist. Ne? Das heißt, man kann daran wachsen. Ja. Heißt nicht, dass man jetzt mit dem Kopf durch die Wand geht und alles, was man sagt, einfach durchzieht. Man sollte schon auf die Leute hören, aber ich denke, jeder hat so ein Gefühl für Sachen, wo er sagt, daran glaube ich und das weiß ich, das kann ich. Ich kann es jetzt noch nicht, aber ich werde es in 2 Jahren können. Ja. Und dafür muss ich es aber machen. Das wird nicht, werde es nicht können, wenn ich es mir im Kopf überlege und zu Hause sitze und irgendwie meinen Katzen zeige. Ja. Wie sieht das denn aus, wenn man so eine eigene Nummer hat, wo man voll für brennt und dann irgendein Regisseur sagt, nee, mach mal das, aber das ist nicht so wirklich so dann deins. Würdest du dann immer wirklich deinen Weg gehen oder würdest du dem Regisseur eher folgen dann, weil der, sagen wir mal, 10 Jahre mehr Erfahrung hat? Ja, man sollte alles ausprobieren. Also so ein Regisseur ist ja im Endeffekt auch niemand, der irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und sein Weg ist nicht unbedingt mein Weg. Ne? Man hat ja auch unterschiedliche Stile, aber man sollte es ausprobieren, weil dieses Tun, dieses Ausprobieren bringt einen ja weiter. Das ist ja auch ein Teil der Probenarbeit. Also wenn man probt, dass man einfach sagt, so, jetzt spielst du die Nummer mal als Zwerg und als nächstes spielst du sie mal als, keine Ahnung, als Diktator, jetzt spielst du sie bitte mal in Lispels die ganze Zeit, als nächstes spielst du sie und sagst nach jedem zweiten Satz Entschuldigung. Das heißt ja nicht, dass ich es am Ende genauso zeige, aber dieses Tun an sich gibt mir vielleicht eine Idee, wo es hingehen kann oder macht mir was klar. Und auch zu erkennen, das ist es nicht,
ist ja auch was. Also als wir uns auf die Weltmeisterschaft vorbereitet haben, Ende der 90er, gab es den fliegenden Teppich. Das hattest du Wirbelwind mit organisiert und da gab es einen fliegenden Teppich für Close-Upper und es gab einen fliegenden Teppich für Bühnenleute. Das heißt, in Deutschland an verschiedenen Orten haben wir uns getroffen und haben abends gespielt. Und tagsüber war eine Regisseurin da, bei der konnte man Stunden buchen, die hat dann mit einem gearbeitet und abends konnte man das direkt umsetzen. Und da war eine, die hat mir Ratschläge gegeben, bei denen ich war ja jung und habe gedacht, ein Regisseur ist so ein Gott, also wenn die das sagt, muss es stimmen und habe das alles schon umgesetzt. Und der Nikolai Friedrich, der war auch damals dabei, hat gesagt, oh, mach das nicht, das ist totale Scheiße, du darfst es auf keinen Fall machen, oh nee, boah, die hat keine Ahnung und so, ja, gut, ich habe es dann ausprobiert auf der Bühne und zeigte sich halt, dass die Nummer schlechter wird. Ja, so, der Nico hatte also recht, aber ich mache dieser Regisseurin keinen Vorwurf, weil es war ein Versuch und wir haben gemerkt, das ist es nicht. Und danach haben wir gesagt, okay, jetzt probieren wir was anderes und das war dann gut, das gehört einfach dazu. Ja, also die Dinge auch nicht gleich verwerfen, ja, wenn die Leute was sagen. Also ich habe jetzt, schönes Beispiel, ich war im November war ich bei den Ingolstädter Zaubertagen und habe da meinen Soloabend gemacht. In der Regel kommt der ganz gut an. Das ist jetzt nicht der große Hammer. Da gibt es Leute, die können viel besser zaubern und die haben viel schönere Abende. Aber ich denke, der ist gut. Die Leute würden es ja, also das ist in Ordnung. Das ist ein netter Zauberabend. Ja. So, in der Regel freuen die sich, gehen raus und sagen, hat uns gefallen. An dem Abend war aber eine Journalistin da und die hat anschließend geschrieben, gut gezaubert, aber schlecht unterhalten. Und hat also geschrieben, dass es also nicht gut war und es hat ihr nicht gefallen. So, jetzt kann man sagen, ja, wie das ist ja böse, wie kann die denn sowas sagen und so. Und es sind doch ein paar Sachen beschrieben, wo ich sage, naja, in meiner Wahrnehmung war das nicht so. Aber auch da muss ich sagen, die hat an vielen Stellen einfach recht. Es hat nochmal mich zum Nachdenken gebracht und gemerkt einfach, man kann das auch so sehen und das ist nicht falsch. Ja, so gesehen habe ich das weitergebracht. Ja, also man sollte auf alles, was man hört, hören und sich dann überlegen, kann ich damit was anfangen? Bringt mich das in irgendeiner Form weiter? Sei es, dass ich sage, ja, das stimmt. Oder dass ich sage, nee, das stimmt nicht. Das wäre auch eine Erkenntnis. Ne? Und am Ende also gucken, womit kann ich umgehen? Ja, natürlich gibt es auch Quatsch. Also das Schönste ist ja auch, das ist ja was, das lernt man, wenn man ein Abendprogramm macht. Ich bin früher nach Abendprogramm immer gleich hingerannt und habe den Leuten gesagt, guck mal, du musst noch mal das machen und hier kannst du noch dieses machen und jenes, guck mal, und hier kannst du das so. Ja, also erstens habe ich gelernt, ich gebe dann Feedback, wenn die Leute das möchten, so. Und zweitens weiß ich, dass von dem, was man auf der Bühne sieht, im Endeffekt ist es vielleicht 40% von dem Optimum, was man im Kopf hat. Das, was man auf der Bühne sieht, ist immer nur die Version, die es in dem Moment gibt. Und der Künstler auf der Bühne, der hat noch mindestens mal 50% mehr im Kopf, wie er das anders machen kann und umsetzen kann, aber hat es noch nicht gemacht, aus unterschiedlichen Gründen. Weil das Geld fehlt, weil die Befähigung fehlt, weil die Zeit fehlt. Nichts hält ja so lange wie so ein Provisorium. Ja. So. Und da habe ich einfach gemerkt, wenn ich zu jemandem hingehe und dem Tipps zu seiner Show gebe, kann ich mal davon ausgehen, dass er seine Show wesentlich besser kennt als ich, weil er beschäftigt sich ja nun schon seit ein paar Jahren damit. Ja. Was bei mir passiert ist, ich mache den kleinen Zauberer, wo ein Zuschauer eine Jacke umgekriegt, dann greife ich durch die Arme durch und zauber und lasse ihn so ein bisschen weiblich aussehen. Und die Jacke ist sehr schön, aber die Hände von dem Zuschauer gucken unten raus. Das macht diese Illusion so ein bisschen kaputt. So. Das weiß ich. Das ist auch seit der Premiere so. Also seit 6 oder 7 Jahren ist es so. Das ist schade. Aber ich sage immer, ja, ich muss mal eine neue Jacke machen lassen. Aber die ist halt so schön. Ich denke, ich kriege keine mehr, die so schön ist. Ich könnte da natürlich auch so einen Rock dran nähen. Jedes Mal denke ich, komm, ich mache da mal so einen schwarzen Stoff drum. Ich mache es halt nicht. Ne? So wie wir alle Sachen haben, die wir einfach nicht machen. Und immer nach jeder Show kommt ein Künstler und sagt, du übrigens, bei dem kleinen Zauberer gucken die Hände unten raus. Ja, und dann am Anfang habe ich gesagt, ja, weiß ich, brauchst du nicht sagen. Ja, dann muss ich mir natürlich die Frage gefallen lassen, warum änderst du das dann nicht? Ja, so. Mittlerweile bin ich dankbar für den Hinweis und sage, ja, super, danke. Weil ich weiß ja jetzt, dass der nicht im Kopf hat, dass ich mich damit seit 7 Jahren beschäftige und dass der eigentlich weiß. So. Also wir denken ja immer, wenn wir zu jemandem hingehen und dem einen Tipp geben, wir haben jetzt gerade wirklich was ganz Tolles entdeckt, aber der weiß das da vorne. Ne? So, ganz klar. Wie bin ich jetzt überhaupt darauf gekommen? Ja, da ging es so drum, wie man mit Ratschlägen und so umgeht. Ne? So. Grundsätzlich finde ich, ist jeder Ratschlag wertvoll. Weil jemand, der kommt und mir was sagt, hat sich die Mühe gemacht, über das, was ich getan habe, nachzudenken und sich was dafür zu überlegen. Ja. Michelle, wie würdest du das, was du grundsätzlich komplett in der Zauberkunst machst, möglichst in einem Satz beschreiben? Wurschteln. Das ist aber ein kurzer Satz. So hat es noch nie geschafft. Nie jemand. Nee, was ist für dich Wursteln? Was ist denn, was ich in der Zauberkunst mache? Ach, was ist das denn für eine Frage? Also die hättet ihr mir vorher schicken müssen.
Malerkunst. Kannst du das nochmal konkretisieren? Selbstverständlich, sehr gerne. Wie oder was ist sozusagen dein Fokus? Worauf legst du den Fokus in deiner Zauberkunst? Mehr die Unterhaltung, mehr... Okay, du hast verstanden, alles klar. Ja. Also für mich war... Also ich finde, Zauberkunst ist, sind gute Momente des Staunens, die unterhalten. So für mich. Für mich war dabei immer wichtig, dass ich mit dem Publikum auf Augenhöhe bin. Also, dass man nicht den großen Zampano raushängt. Das ist ja heute auch gar keine Frage mehr. Als ich angefangen habe, Anfang der 90er, war das oft noch so, dass der Zauberer so der Hochstatus vorne war. Und für mich ist Zauberkunst etwas, womit ich Geschichten erzählen kann. Jetzt nicht Geschichten erzählende Zauberkunst, aber alles, was ich da vorne auf der Bühne mache, hat natürlich in irgendeiner Form autobiografischen Hintergrund. Ja, so. Und das ist das, woran ich Spaß habe, so eigene Sachen aufzuspießen, der Fromm-Text, den ich zwischendurch sage, weil ich den ganz toll finde und wichtig. So, und ich will, dass die Leute Spaß haben, dass sie mal ein bisschen staunen, so ein bisschen rauskommen aus dem Alltag und dass die einfach rausgehen und sagen, ich habe 2 schöne Stunden gehabt, ja. So, darum geht es mir. So, ja. Das ist aber teilweise schwierig. Also für mich, wenn ich einen Soloabend habe, ich habe immer wahnsinnig Lampenfieber. Das war ja auch in meiner Wettbewerbsnummer damals das Problem, dass ich mir fast in die Hose geschissen habe, auf die Bühne zu gehen. Dann haben wir diesen verliebten Mann erfunden, damit ich nervös sein darf auf der Bühne, weil ich jetzt nicht wegbekomme mehr. Und es ist heute noch so, wenn ich einen Soloabend habe, ich finde, man hat irgendwie so eine große Verantwortung. Wenn ich mit anderen zusammen auftrete, dann habe ich natürlich auch eine Verantwortung, aber wir sind gemeinsam und jeder nimmt so seinen Teil. Und wenn ich an dem Abend abkacke, dann ist es nicht so schlimm, weil die Leute haben noch was anderes gesehen, ja. Am Ende kommen die ja, um das anzugucken, ja, so. Und ich habe immer das Problem, wenn Leute kommen, die ich kenne, also wenn ich vorher im Theater rumduckel und schaue, wer ist denn da, und das sind Leute, die ich kenne, dann denke ich, was wollen die denn jetzt hier, die kennen mich doch schon und kriege Angst, weil ich ihnen 2 Stunden ihres Lebens klaue und dafür noch Geld nehme. Und wenn Leute kommen, die ich nicht kenne, dann denke ich, was wollen die denn hier, die kennen mich doch gar nicht und kriege Angst, weil ich 2 Stunden ihre Zeit klaue und noch Geld nehme dafür. So. Coole Einstellung. Naja, aber du bietest ihnen ja auch etwas. Die kommen ja nicht ohne Grund. Ja, ja, im Gegensatz zu denen, die natürlich die 800 Kochtopfvertreter vor Weihnachten, bei denen mich dann der Chef engagiert hat, ne, die sind ja jetzt nicht meinetwegen gekommen. Die sind gekommen, weil sie die Nette aus der Buchhandlung anquatschen wollen. Aus der Buchführung, dann kommt halt die blöde Zauberin. Ja, 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 klar, trotzdem, ich finde halt, die kommen und zahlen dafür Geld und geben mir ihre Zeit. Und dann denke ich immer, es muss besonders gut sein. Ja. Das ist natürlich Quatsch, ja. Natürlich soll es gut sein, aber ja, ich glaube, Frauen haben auch noch mal ein anderes Lampenfieberproblem, ja. Oh, das ist spannend. Erzähl mal bitte. Ah, oh je, jetzt habe ich ein schönes Fass aufgemacht. Ja. Wenn du magst, wieder zumachen. Ja, das hat vielleicht auch mit der Frage, es wird immer gefragt, ja, warum zaubern so wenige Frauen? Ich denke immer, da müssen sich jemanden fragen, der nicht zaubert. Also ich zauber ja, was soll ich denn jetzt zu sagen? Aber da gibt es ja ganz viele Punkte, warum das so sein könnte. Ja. Und ein Punkt ist sicherlich, dass bei den Frauen nochmal dieses Everybody's Darling eine größere Rolle spielt, ja. So, Männer sind da unabhängiger und das merkt man ja auch, wenn Männer, die gehen auf die Bühne, machen einfach, ja. Frauen denken, wenn sie rausgehen, müssen sie perfekt sein und vor allen Dingen müssen sie schön sein, ne, so. Und sie wollen halt immer, dass alle sie lieb haben. Frauen können viel, viel schlechter damit umgehen, wenn sie nicht gemocht werden. Das liegt irgendwie in Genen oder sowas, ne. Und darüber definitiv, also daraus resultiert dann natürlich auch ein größeres Lampenfieber, weil jetzt habe ich nicht nur Angst, dass meine Tricks schief gehen können, ich habe auch noch Angst, dass sie mich anschließend nicht mehr lieb haben, ja. Wow. Okay. Bin sprachlos. Nein, ganz anderes Thema jetzt, damit wir von dem wegkommen. Wie sieht's aus? Wie bist du überhaupt zur Zauberkunst gekommen? Also ganz früher. Ja, also ich bin ja Spätzünder, da war ich Anfang 20. Es gibt hier in Frankfurt Höchst bei mir um die Ecke das neue Theater Höchst, sehr schönes Theater. Da gibt es auch regelmäßig Varieté-Produktionen. Gerade ist Thomas Otto da aufgetreten. Jetzt demnächst ist Alexander Merck da, ein moderiertes Varieté. Waren eigentlich schon alle da, die man kennt. Und Anfang der 90er war Desimo dort. Und ich habe damals mich gerade selbstständig gemacht als freie Journalistin und habe für hier die Frankfurter Tagespresse, die Frankfurter Neue Presse, geschrieben und fotografiert und hatte einen lieben Kollegen, den Jürgen Dehl, der darüber geschrieben hat für die Zeitung. Er hat gesagt, du komm doch mit, mach du die Fotos vom Varieté. Das hatte ich bis dahin nicht so gemacht. Darüber habe ich auch meine Liebe zur Theaterfotografie entdeckt. Und dann habe ich da fotografiert. Das lief über 3 Monate, immer sonntags, hieß damals Varieté am Sonntag. Die kamen also immer extra für den einen Sonntag angefahren, die Künstler. Bert Gaden war damals dabei, Desimo, die anderen weiß ich gar nicht mehr. Und
Ja, ich fand Desimo toll und ich habe ganz viele Fotos gemacht. Und anschließend haben wir oft noch an der Bar rumgesessen mit den Künstlern, der Jürgen und ich und die vom Theater und haben uns unterhalten. Und dann habe ich den Desimo angesprochen, der hat damals das Tuchei gemacht und der hat es beim Aufschlagen immer so ein bisschen runtergehalten und habe irgendwie gesagt, hier, nimm das doch ein bisschen höher, dann habe ich ein schönes Foto und so. Und darüber kamen wir ins Gespräch und hat er mir erzählt, das ist doch, wenn dir sowas geraten würde, und sag mal, Bücher, das ist ja toll. Und dann hat er erzählt, dass es Kongresse gibt und Zauberwettbewerbe. Und das fand ich alles ganz super. Und dann hat er mich gebeten, dass ich ihm Fotos gebe. Damals war noch Schwarz-Weiß-Fotografie, Schwarz-Weiß-Handabzüge 1824, die ich bei mir im Fotolabor fertig gemacht habe. Und er wollte die bezahlen. Und da habe ich aber gedacht, nee, ich will kein Geld. Ich will mal auf einen Zauberkongress, weil ich will mal 1000 sehr gut aussehende Männer auf einem Haufen sehen. Ja, dachte ich so. Dann hat er mir eine Karte für den Jahreskongress der Magier damals in Brühl geschenkt. Simsalabon war das damals, ein Riesenkongress. Und dann bin ich da hingefahren und hatte schreckliche Angst, ich könnte entdeckt werden. Weil ich dachte ja, da dürfen nur Zauberer hin. Und dann bin ich da rein. Ich war natürlich obercool, damit es keiner merkt. Und gleich am Eingang haben die meine Karte angeguckt und haben gesagt, oh, das ist Ehrenplatz und so. Da dürfen sie hier vorne in der ersten Reihe neben dem Bürgermeister Platz nehmen. Und habe ich gedacht, da darf ich mich auf keinen Fall hinsetzen. Weil ich kannte jetzt ja schon, dass Moderatoren runterkommen und Leute ins Mikro hinhalten und sagen, wer sind Sie denn so, was machen Sie so? Und ich dann sagen muss, ich bin ein Muggel. So. Also habe ich gesagt, ich gehe mal weg und komme gleich. Und dann habe ich mich getrollt, habe mich versteckt, bin hinten in irgendeine Reihe und habe mich hinten hingesetzt. Und ich hatte halt keine Ahnung und habe mich wahnsinnig verloren gefühlt und habe dann Leute angesprochen und habe gesagt, Entschuldigung, kennen Sie diesen Desimo? Und dann haben die gesagt, ja, der kommt schon. Und dann dachte ich, hä, wie, der kommt schon, was soll das? Ich dachte, komische Leute, waren so 1200 Leute im Saal. Naja, und dann kam die Startmusik, ich saß dann hinten im versteckten Eck und dann ging der Vorhang auf und Desimo kam raus und moderierte das Ganze. Das habe ich dann etwas weggeblasen, weil ich dachte, oh, guck mal hier, das ist ein richtiger Star, ja. Und der hat mich dann rumgeführt, hat mir die Händlermesse gezeigt, hat mir ganz viele Leute vorgestellt, also alle, die damals so zusammengearbeitet haben. Also Bernhard Wolf und Manuel Murte und die Kompten Finger und Thomas Fabian und Andreas Affeld und Helge Thun. Als Frau war natürlich auch spannend, die haben sich gefreut. Und dann haben sie noch gemerkt, ich habe keine Ahnung, Stefan Pino, der inzwischen im WDR oder NDR regelmäßig Fernsehsendungen moderiert hat, damals auch gezaubert. Der hat sich dann in meinem Beisein erstmal ein Auge ausgestochen, dieses alte Ding mit dieser... diese kleinen Milchpackungen, die man im Kaffee kriegt. Ne? Und dann hat er irgendwie beim Frühstück der armen Frau die Uhr geklaut. Ich dachte, oh Gott, jetzt kommt gleich Polizei. Also ich war ein super Opfer für die, hatten einen Mordspaß mit mir. Und dann habe ich mir auf der Händlermesse das Handbuch der Magie gekauft, ein Stück rotes Seil und 4 rote Schwammbälle, weil ich dachte, das ist ja was, das gibt es ja bei Karstadt nicht. Wenn man es hat, man es mal, wer weiß, wofür es gut ist. Ja. Und dann habe ich am letzten Abend, da gab es so Eckenzauberei aus der Entfernung Jörg Alexander gesehen, den ich ja auch nicht kannte, wusste ich ja nicht, und habe von der Ferne ein Kunststück beobachtet. Und da hat er mit der Zuschauerin das Kunststück gemacht, was er auch in seinem Buch beschrieben hat. Ich weiß immer solche Namen nicht. Da ist es so, dass die Zuschauerin eine Karte wählt, das Kartenband wird ausgestreift, er nimmt einen Stift, geht drüber weg, sagt, sagen Sie irgendwann Stopp und sie findet selbst ihre Karte. Ja, so. Das habe ich aus Ferne beobachtet und ich hatte jetzt ja schon viel gesehen. Und der Jörg Willig hatte mir ein sehr schönes Kunststück vorgeführt, was ganz toll war. Und dann habe ich das gesehen und habe ich gedacht, okay, alles, was ich hier erlebt habe, war schön, es waren alles Tricks, aber was der macht, dieser Jörg Alexander, das ist Zauberei, weil das kann ich gehen. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann bin ich heim und habe angefangen, im Handbuch bei Magie die ganzen Sachen anzugucken. Ich hatte aber kein Kartenspiel gekauft und habe noch am letzten Abend zum Jörg Willig gesagt, ah Mist, ich habe mir kein Kartenspiel gekauft, weil ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, das muss an diesem Spiel liegen, da ist irgendwas drin, Motor oder was, ja, keine Ahnung. Und dann hat der mir ein Kartenspiel geschickt als Motivationspäckchen. So ein Bicycle-Deck in Blau, das habe ich auch noch mit so einer Banderole. Der Jörg ist ja eigentlich Grafikdesigner, hat eine sehr schöne Banderole gemacht mit so einem Bild von einer Hexe, die aus so einem Zelt rausfliegt. Ja. Und dann habe ich mich da hingesetzt, habe angefangen, mit dem Kram rumzufummeln und fand den Umgang mit den Karten so schön. Ich finde es etwas wahnsinnig Ästhetisches, dieses Fächerschlagen, dieses Abrauschen. Und dann bin ich hier im Frankfurter Raum zur Zauberveranstaltung. Da gab es noch ganz viele so kleinere Sachen. Und dann habe ich da Leute vom Zirkel gesehen und dann irgendwann kam der Thorsten, der Markus und der Peter Rau auf mich zu. Peter Rau war damals Ortszirkelleiter von Wiesbaden, weil sie mich mit haben gesagt, was machen Sie? Wie sehen Sie, wie oft zaubern Sie eigentlich? Da habe ich gesagt, ja, so, interessiere mich und so. Und dann haben die mich eingeladen. Ich konnte aber nichts. Und dann habe ich Andreas Affeld, das ist jemand, die Älteren kennen den noch, der hat viele Leute auch gecoacht. Der war zu dem Zeitpunkt beruflich immer in Montabaur, das ist so 100 Kilometer von hier, mit dem hatte ich Kontakt gehalten und habe den angesagt, hier, ich muss in diesem Zirkel was zeigen, kannst du mir irgendwas beibringen? Und dann hat er gesagt, ja, ich bin da, dann lass uns treffen. Und dann kam der und hat mir halt erst mal einen Ems-Account gezeigt. Und dann habe ich einen Grundstück mit dem Ems-Account geübt und habe das vorgeführt im Zirkel. Und dann haben die gesagt, ja, kommen Sie wieder.
Und da habe ich zum Andreas gesagt, ich muss wieder, ich kann nichts. Und dann hat er mir den Chicago Opener gezeigt und beigebracht. Und dann habe ich den vorgeführt. Und dann hieß es, ich soll wiederkommen, was zeigen, drittes Mal. Danach darf man ja dann Anwärter werden. Und dann habe ich den Andreas wieder und so, kannst du mir irgendwas zeigen. Und dann hat er mir eigentlich diese Damenproduktion, die ich in meiner Wettbewerbsnummer mache, gezeigt. Also die erste steigt aus dem Spieler vor, die zweite ist eine Färbung, die dritte erscheint unter zwei Fächern und die vierte schnicke ich raus und fange sie auf. Ja. Das habe ich dann geübt und habe ich das im Zirkel gezeigt. Und dann hat der Zirkel, waren ziemlich geplättet. Ich wusste ja nicht, was ich da tue, weil das kleine 1x1, das Zaubern konnte ich ja nicht. Ich hatte halt diese Kunststücke geübt, der hatte mir gezeigt, ich habe sie 1x1 nachgemacht, wie diese Chinesen in dieser Werkstatt, du hast einen Auftrag, mach das fertig. So. Ja. Und die waren ziemlich geplättet, weil die dachten, boah, krass, die hat ja richtig was drauf. Und dann wurde ich also Anwärter, dann durfte die Prüfung machen und dann hatte ich aber das Problem, dass die ja dachten, ich kann ganz viel, ich konnte aber nichts. Und dann haben die mir irgendwelche Sachen gezeigt und haben gesagt, gell, weißt ja, wie es geht? Ich so, ja, ja, klar. Das haben die mir gezeigt und so war das. Ja, sag mal, wie das geht, muss ich lernen. Und so habe ich das quasi von hinten aufgewickelt. Und dann dachte ich, boah, die bei diesen Wettbewerben sind, ja, die haben es geschafft. Das sind so tolle, ja. Damals gab es ja die Plebsbüttel noch, ja, diese riesen Comedy-Show mit Bernhard Wolf, Desimo und Guido. Und ich fand die so toll. Also, wenn man da mitgemacht hat, dann ist man ein toller Zauberer und ist man reich, berühmt und begehrenswert. Und dann habe ich mich für einen Wettbewerb angemeldet, irgendwie im August. Das war dann im Oktober war der Wettbewerb, aber ich hatte gar keine Nummer. Also gut, heute ist es ganz normal. Heute gibt es ja die jungen Zauberer, die kündigen ein Programm an, machen eine riesen Webseite, drucken 5000 Plakate, machen eine Autogrammkarte, buchen 50 Termine bei irgendwelchen Theatern und dann überlegen die sich, was sie machen. So, heute ist das damals. Ja, und dann habe ich bei einem Kongress den Thomas Raps und den Gaston getroffen und kannte den Peter auch schon und der hat gesagt, hier, sprich doch mal den, die können mit dir arbeiten, und den Helge. Und dann habe ich denen gesagt, was ich machen will. Und dann haben die mit mir geübt und dann bin ich zum Wettbewerb und dann ging das los. Und als Frau sticht man ja tatsächlich so ein bisschen raus. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich, gerade in diesem Gala-Geschäft nehmen die lieber Frauen auf, weil da halt 800 Männer sitzen. Ja. Nachteil ist natürlich, dass man aufpassen muss, dass man sich als Frau nicht auf dem Frausein ausruht. Ja. Und sagt, naja, ich bin ja Frau, da reicht es ja, wenn ich irgendwie die Häschenvermehrung mit den Schwammbällen kann. Ja. Und ansonsten laufe ich halt rum und grinse und bin schön. Ja. So. Aber da führt es dazu, dass ich dann relativ schnell auch den paar Zeitungsberichte hatte. Das hat dann ein Agenturchef gelesen. Und dann hat er angerufen und hat gesagt, hier, ich will Sie engagieren, 50 Gynäkologen in einem fahrenden Zug, was wollen sie da an Gage? Und ich hatte keine Ahnung, das war das erste Mal, habe ich gesagt, naja, keine Ahnung, vielleicht 50 Mark. Dann hat er gesagt, was sind die des Wahnsinns? Und ich so, naja, 20, also die Spinnen wurden, kommen sofort in mein Büro. Ja, hat er mir erstmal die Welt erklärt, ja. Und dann bin ich, hat er mich gebucht für 600 Mark damals, für mich ein Schweinegeld. Ich habe auch total schlechtes Gewissen gehabt. Und dann wurde ich nach Berlin gefahren, ins Hotel Esplanade, hatte eine eigene Suite, alles weiß, da lag ein Riesenstapel mit Trüffeln rum. Ich habe jeden angebissen, weil ich nicht alle essen konnte, weil ich wollte sie nicht liegen lassen. Ja. 5 Mark in der Tasche. Bin da also mit dem Zug hingekommen und dann hat der Taxifahrer mich davor, also der hatte noch Geld für das Taxi und dann noch 5 Mark und der wollte mich dann an der Tür rauslassen. Und ich habe gesehen, da steht so ein Livrierter, die nehmen mir dann den Koffer ab und so, aber dem muss man dann Trinkgeld geben. Und es war halt ganz klar, ich habe keins. Und dann habe ich zu dem Taxifahrer, als er anhielt, gesagt, fahren Sie weiter. Und er sowieso, hier ist der eigentlich so, nee, weiter. Habe den wieder rausfahren lassen aus dieser Zufahrt. Habe hinten an und habe die Sachen selber reingetragen. Der kam natürlich gleich angelaufen und wollte die Sachen abnehmen. Ich so, nee, lassen Sie mal das Krokodil drin. Ja, so. Ja, und dann hatte ich dann meinen ersten richtig bezahlten Auftritt. Und dann ging es los quasi, ja. Das war nicht geplant, ja. Dann habe ich das lange gemacht neben meiner Zeitungstätigkeit. Ich war Redakteure bei der Frankfurter Tageszeitung und vor 10 Jahren gab es den Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich will zaubern. Ja. So. Und dann habe ich gekündigt, ja. Ja. Boah, was für eine Story. Ja, das Lustige war noch, ich hatte dann, also ich bin ja schon, ich glaube auch bis heute vielleicht ein bisschen naiv, ich weiß es nicht. Also ich habe dann, als ich da war, gedacht, ich habe so einen Hunger in diesem Hotel, ich rufe da mal an, ich bestelle mir so ein Sandwich, vielleicht habe ich noch 5 Mark, ja. Dann haben die gesagt, ja, was wollen Sie denn für ein Sandwich? So ein Club-Sandwich, das Wort hatte ich im Leben noch nicht gehört. Club-Sandwich ist ja so ein Riesending, das ist ja irgendwie 15 cm hoch und sind irgendwie 6 Scheiben Brot mit Kram übereinander, da ist so ein Spieß drin, ja, so kannte ich nicht. Dachte halt, das ist so ein, hier an der Tankstelle gibt es die Dinger, dann nehmen die Käse, legen das dazwischen, tun es in so einen Grill, kosten Euro, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann meinten die, ja, wollen Sie Käse oder Schinken? Ich so, auch, nehme ich beides. Und dann habe ich gesagt, ja, und ein Getränk, so ein Tee. Ich dachte halt, da kommt jetzt so ein kleiner Toast mit einem Tee und dann kam halt der
Der Kellner hat dann geklopft und stand da mit einem Tablett von der Tür, das so breit war, dass als er es durch die Tür reintrug, er mit den Fingerknöcheln an den Türrahmen so klack, 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 lang rackerte. Und da war halt eine riesen Kanne drauf und diese riesigen Monster-Club-Sandwich. Ich habe es halt gesehen und wusste sofort, jetzt hast du ein Problem, weil das kannst du nicht bezahlen. Glücklicherweise hat er gefragt, soll ich es aufs Zimmer schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann stand er aber noch lange da und ich wusste, wie es trinkt. Und dann habe ich dem meine letzten 5 Mark gegeben und bin dann schwarz nach Hause gefahren und nicht erwischt worden. Für das Sandwich war die Gage dann weg. Ja? Nee, das hat, glaube ich, nur 45 Mark gekostet. Das hat dann die großzügige Gage genommen, ja. Musste aber dann davon leben. Also bevor ich dann zum Auftritt gegangen bin, habe ich das Tablett auf den Boden gestellt und habe lauter kleine Zettel ausgerissen und habe Totenköpfe drauf gemacht und drauf geriffen, Finger weg, stehen lassen, nicht abräumen, das wird noch gebraucht, Achtung, giftig, ja. Und habe diese ganzen Zettel um das Tablett gestellt, damit dieser Kellner nicht heimlich in mein Zimmer geht und mein Essen rausholt, weil es war ja klar, das ist jetzt das, womit ich über die Runden kommen muss, bis ich wieder zurückfahre. Aber ich hatte ja noch den Berg Trüffel. So gesehen habe ich dann überlebt, ja. Wow. Ja, und jetzt bist du ja Chefredakteurin bei der Magie. Und so, dass wir jetzt einmal den Twist wieder nach hinten finden. Ja. Wie kann man sich das Amt einer Chefredakteurin vorstellen? Sehr anstrengend. Also ich muss sagen, das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Das macht unglaublich viel Arbeit. Also es ist so, dass ich nach einem halben Jahr gesagt habe, wenn morgen, das klingt jetzt vielleicht vermessen, aber man muss ja auch alles, was ich sage, nicht so wörtlich nehmen. Ich habe nach einem halben Jahr gesagt, wenn der Spiegel anruft und sagt, wollen Sie die Redaktionsleitung übernehmen, sage ich, mache ich. Weil es einfach ist, weil es strukturierter abläuft, ja. Das ist, man muss gute Nerven haben und man, also so wie hier produziert wird, ich kenne nichts, wo so produziert wird, ja. Tageszeitung, als ich Tageszeitung, also mache ich jetzt ja weniger, gemacht habe, da habe ich an einem Tag eine Seite produziert. Die sind ja ein bisschen größer, so, da kriege ich zugeliefert dann von der Deutschen Presseagentur und von professionellen Schreibern kriege ich Texte. Die sind in der Regel fast fertig, die muss man noch ein bisschen kürzen, Überschriften machen, Unterzeile, da gibt es eine Bildauswahl mit 20 Fotos, die hebe ich rein. Das macht man dort an einem Tag. Das ist das, was einem erwartet wird. Das heißt, ich mache in 7 Tagen mache ich 7 Zeitungsseiten dort, wenn ich normal arbeite als vollbezahlter Redakteur bei einer Tageszeitung. Die Bianca und ich, die Bianca macht ja nur die Layout-Sachen, bei der Tageszeitung gibt es ja auch noch Layouter. Wir haben am 5. Redaktionsschluss und müssen am 12. abgeben und machen von 5. bis 12. 52 Seiten, ohne dass wir die Deutsche Presseagentur und professionelle Schreiber haben, die uns zuliefern. Sondern wir haben Leute, die ehrenamtlich, und um die bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Und jeder, der Lust hat zu schreiben und auch Tricks zu liefern, bitte meldet euch. Wir freuen uns über alles. Es ist das Magazin der Mitglieder. Ihr gestaltet, wie das aussieht, ja. Aber da kann ich natürlich nicht erwarten, dass die hochprofessionell alles rundum liefern. Ich kann noch nicht erwarten, dass sie sich an die Termine halten. Also natürlich kann ich sagen, es gibt einen Redaktionsschluss am 5., aber am Ende machen sie es ehrenamtlich, ja. So, ja. Und das heißt, es macht einfach viel mehr Arbeit. Und es ist halt auch viel mehr Material in dieser kurzen Zeit. Ja. Also im Endeffekt, ich habe es ja schon mal im Editorial geschrieben, ist das, was wir hier machen, durchaus vergleichbar mit dem, was der ADAC macht. Da gibt es ja diese Mitglieds, diese Automotorsportwelt. Ja. Das ist vom Umfang her nicht viel weniger. Die haben zwar mehr Seiten, aber die haben auch viel, viel mehr Anzeigen. Ja. Nur bei denen sitzen ja irgendwie 7 festangestellte Redakteure drin. Ne? Und die haben halt ganz viel Agenturmaterial, was sie verarbeiten. Und am Ende haben die eine Auflage, das weiß ich nicht, von 200.000 oder was. Das heißt, sie arbeiten natürlich auch mit einem ganz anderen Finanzbudget, ja. So, das heißt, man muss fleißig sein, man muss gute Nerven haben. Und ich musste lernen, dass ich meine Ansprüche zurückstelle. Also ich habe am Anfang, natürlich bin ich da genauso aufgetreten wie bei der Tageszeitung. Ich habe da lange immer mal wieder tageweise in der Hessenredaktion gearbeitet und die dann auch geleitet, ja. Ja, und dann rufst du halt da an und sagst, hier, Frau so und so, wir brauchen bis 15 Uhr 120 Zeilen zu den Vorwürfen gegenüber dem Ministerpräsidenten. Machen Sie noch eine Infobox dazu, wie sich das rechtlich verhält und besorgen Sie mir 2 Fotos. Und dann liefert die das um 15 Uhr. Und am Anfang habe ich halt gedacht, ich könnte das hier mit den Leuten auch so machen. Aber kann ich natürlich nicht. Das sind Ehrenamtliche. Ich kann sagen, bitte mach es. Und wenn wir es im nächsten Heft drin haben wollen, muss ich es am 5. haben. Ja, aber wenn du es bis 5. nicht schickst, kann ich mich ja nicht beschweren. Ich kann ja froh sein, überhaupt irgendjemand was macht. Aber wenn es bis 5 nicht da ist, kriege ich es nicht mehr rein ins nächste Heft. Das heißt, deshalb gibt es manchmal dann auch Sachen, die halt später kommen. Ja. So. Das ist das, was man da macht. Ja. Also das ist nichts, worauf man, also
wenn dieser Begriff Chefredakteurin verwendet wird, man kann ja auch sagen Schriftleiterin oder sowas, ja, darauf muss man sich nichts einbilden. Es ist einfach nur viel Arbeit. Ja. So. Ich mache es aber gerne, also keine Frage. Und dazu kommt noch natürlich, der magische Zirkel ist überhaupt keine homogene Gruppe. Wir haben Ältere, wir haben ganz Junge, wir haben Kartenzauberer, wir haben totale Profis, die alles können und wissen. Wir haben Leute, die dabei sind und sammeln und es genießen. Und jeder von denen hat seine Berechtigung, aber jeder hat eine andere Erwartung. Und es gibt halt welche, die sagen, ich will mehr Tricks, ich will mehr Tricks. Ja. Andere sagen, ich will überhaupt keine Tricks. Weil wenn ich was lernen will, warte ich nicht darauf, dass es in der Magie steht, sondern dann gucke ich einfach in der Bibliothek des MZVD oder sonst wo und suche mir das raus, weil ich lerne nicht das, was zufällig irgendwo steht, sondern ich lerne das, was ich gerne lernen möchte. Einige sagen, wir wollen keine Nachbesprechungen von Programmen, ja, weil das war ja dann rum. Ja. Die Nächsten sagen, wieso wird das Programm nicht besprochen? Ich will doch wissen, wie es war. Einige sagen, ja, aber über Blackpool und über Magic Life müsst ihr doch nichts schreiben. Das sind ja eh nur ganz wenige. Die Nächsten sagen, doch, ich will es gerade lesen, weil ich nicht da war. Also das ist, muss man gucken, wie man da alle bedient. Also ich kann natürlich nicht allen recht machen und ich versuche, wenn es im einen Heft mehr Tricks hatte, dann im nächsten Heft wieder ein bisschen mehr Aktuelles zu machen. Ja, so und versuche, zu gucken, wie man allen so ein bisschen gerecht werden kann. Ja, so. Und wir haben zum Glück viele, die Sachen liefern. Also es werden mehr und wir können auch noch mehr gebrauchen. Ja, so sowohl Berichterstattung über Veranstaltungen, Tricks natürlich, Tricks. Die Mitglieder wollen ganz viele Tricks haben. Ja. So, und auch auf unterschiedlichen Niveaus. Es gibt da welche, die dann, wenn da irgendwas Einfaches drin ist, was weiß ich, wie ich einen Zettel in einen Glückskäse reinkriege und dann später erscheinen lasse, dann gibt es natürlich die Profis, die sagen, was ist das für ein Käse, ja. So, aber wir haben halt auch die Leute, die eben nicht die Griffe von Dennis Bär machen können, ne? Und das muss man halt auch immer ein bisschen berücksichtigen. Das ist aber auch eine Problematik, die ich aus der Lokalzeitung kenne, wo die sich dann beschweren, in der Faschingszeit waren immer ganz viele Berichte über Fastnachtssitzungen in der Lokalzeit und haben ganz viele angerufen und haben sich beschwert, den Scheiß bräuchte doch keiner. Ja, aber es gibt halt Fastnachter und die haben Spaß dran und die haben auch eine Daseinsberechtigung und dann haben die halt mal 3 Wochen im Jahr, wo sie eben mehr in der Zeitung sind. Ja. Die Zeit ist schon sehr vorangeschritten, aber ein Thema müssen wir unbedingt mit dir noch kurz anreißen und zwar das Thema Status. Kannst du zum Thema Status ganz kurz mal sagen, warum jeder Zauberkünstler sich damit unbedingt befassen sollte und was so deine vielleicht besten Kernaussagen dazu sind? Also Status bezeichnet im Prinzip die Rangordnung auf einer Hierarchie, auf die man sich einsortiert. Ja. Das machen wir alle schon. Ja. Also das meint aber nicht die gesellschaftliche Hierarchie. Gesellschaftliche Hierarchie sagt, der Arzt hat einen höheren Status als die Sprechstundenhilfe und der Schulleiter hat einen höheren Status als die Sekretärin, sondern das, was man quasi in der Gruppe macht. Ne? Wer dominiert wen? Ja? Wer ist der Boss? Wer leitet voran? Wer rettet die Gruppe? Wer rennt hinterher und sagt, okay, ich mache einfach, was ihr wollt? Ja? Das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Das ist aber so. Auf der Bühne dient Status dazu, Dramaturgie, also Drama und Komik zu erzeugen. Also so Sachen wie, der Diktator rutscht auf der Bananenschale aus. Ne? Da hat der Diktator einen hohen Status, die Bananenschale hat einen tiefen. Sie dominiert ihn, indem sie ihm sagt, wie es mit ihm weitergeht. Finden wir lustig. Wir finden es lustig, wenn eine Figur in sich gebrochen wird. Also Darth Vader, der hat einen sehr hohen Status, der ist sehr mächtig. Ne? Und diese großen Klamotten, die der anhat, und so daran sieht man es, wenn der jetzt so spricht, ich bin dein Vater, dann ist es saulustig, ne? Weil die Stimme ist tiefer Status, er selber ist hoher Status. Das heißt, darüber macht man ganz viel Komik. Der Zauberer, und da haben wir es gerade schon gehabt, das Wort Macht, muss sich meiner Meinung nach mit Status ganz besonders beschäftigen, weil wir Zauberer einfach aufgrund der Tatsache, dass wir zaubern können, mit einem sehr hohen Status einsteigen. Kompetenz und Macht sind hoher Status. Und zaubern zu können, ist Macht. Also zaubern zu können, heißt ja eigentlich, ich schnippe und dann steht der Elefant neben mir. So, das heißt, wir kommen mit einer Riesenmacht an, sind damit in einem sehr, sehr hohen Status und damit haben wir eine andere Ausgangsposition. Ich konkret habe das Problem gehabt, dass ich am Anfang mit der Tischzauberei, so mit Anfang 20, nicht arbeiten konnte. Also ich bin an den Tisch gekommen und die Leute haben mir das Kartenspiel weggenommen und die Männer haben mich irgendwie demontiert und haben, wenn ich gesagt habe, ich habe hier einen Schwammball, der wandert jetzt hier über meine Hand, haben die gesagt, ey, wollen wir mal die anderen Bälle sehen, ja. So, oder die haben gesagt, ich habe auch einen Zauberstab dabei. Und dann bin ich zum Gaston Florin und habe gesagt, ich komme nicht zum Zaubern, ich kotze das an, ich möchte einfach gute Zauberei zeigen. Und ständig demontieren die mich. Es ging so weit, dass mir einer seine Gabel in die Arschbacke gesteckt hat. Ja, so. Ich habe mich da gewundert, saß neben dem, der hat mit der Arschbacke, also mit meiner Gabel einfach die Gabel. Ja. So. Und der Gaston hat dann erkannt, dass er gesagt, du hast ein Statusproblem. Ich kannte den Begriff vorher nicht und habe mir das erklärt. Und die Idee ist, dass man erstens sich überlegt, okay, was bringe ich mit als Status, ja selber.
Das ist ja dieses alte Ding, was Juno auch in seinen Seminaren immer sagt. Es gibt Leute, die sehen aus wie Metzger, das sind Riesenbären, denen würde man zutrauen, dass die einen Hinkelstein 15 Meter weit werfen und die zaubern dann mit Seidentüchern. Ne, so, das heißt, ne, der große Metzger, das ist eigentlich ein hoher Status und Seidentuch ist was Feines, ein tiefer Status, passt nicht zusammen. Es sei denn, ich mache das ganz bewusst eben, dass ich sage, hier an der Stelle mache ich das so. Das heißt, wir Zauberer kommen mit einem hohen Status an und sollten uns überlegen, wie wir damit umgehen. Nicht nur, um Komik und Drama zu erzeugen, sondern auch im Prinzip, um uns eine bessere Plattform zu schaffen, um wirklich zaubern zu können. Ja. So, das ist ein Riesenthema. Der Gaston bietet dazu auch ganz viele Workshops an. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, das zu machen. Mir hat es ganz viel gebracht und ich muss wirklich sagen, für mich hat die Erkenntnis, was da passiert im Status und das aktive Umgehen damit, auch im Alltag, tatsächlich kann ich sagen, hat mein Leben verändert. Ganz klar. Ich wäre heute nicht diejenige, die ich hier bin. Ich muss sagen, dass ich mit 20 unausstehlich war. Also Leute wie Thomas Fraps und Jörg Alexander werden das bestätigen können. Ja, also ich war wirklich ein ganz schlimmer Mensch. Ja, vielleicht bin ich es jetzt immer noch, ich weiß es nicht. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ich habe mich gebessert. Und diese Auseinandersetzung mit dem Status im Zuge auch von Improvisationstheaterarbeit, die ich auch nur jedem raten kann, macht das, Leute. Ja, das hat ganz viel geändert. Ja. Kannst du dazu noch irgendwie ein Buch oder sowas empfehlen? Zum Status zum Beispiel? Oder Improvisation? Ja, also es gibt von Keith Johnstone, warte mal, habe ich das hier stehen? Also Keith Johnstone ist ja der große Meister der Improvisationstheaters und der Statusarbeit. Ich habe es jetzt gerade hier, Keith Johnstone, das heißt Improvisation und Schauspielkunst. Ja. Da kann man reingucken, der macht noch andere Themen, auch Spiel mit Masken und solche Sachen. Aber ich glaube, wenn man, ja, zum Anlesen ist ganz gut, er hatte auch so ein Beispiel mit Witzen, wie die funktionieren, da kriegt man so eine Idee. Aber ich glaube nicht, dass man Status über Bücher lesen lernen kann. Man muss das machen. Also ein Workshop beim Gaston oder eine Improvisationstheatergruppe suchen, ja, oder ich mache manchmal auch mit Leuten was im Zirkel, ja. Für die Alltagsanwendung, also das ist auch schön, im Endeffekt, wenn man das im Alltag liest, wird einfach ein bisschen klarer, was so im Leben passiert. Gibt es ein Buch, das heißt Spiele mit der Macht von Marion Knarz. Das war vor 8-9 Jahren auf der Spiegel-Bestsellerliste. Die beschäftigt sich vor allem mit dem weiblichen Kommunikationsverhalten. Kleines, dünnes, grünes Buch. Ist nicht mehr alles so richtig, was da steht, aber es ist ganz gut und ganz witzig zu lesen. Und sonst so für Alltag, Hierarchien, das heißt, wie heißt das nochmal? Jenseits der Hierarchie von Lena und Oetsch. Da geht es darum, Hierarchien im beruflichen Alltag aktiv gestalten. Ja, so. Aber ja, kann man lesen, ist auch die besten Bücher zu dem Thema, glaube ich. Ja, sonst kann man den Gaston nochmal fragen. Der ist eigentlich, von ihm habe ich alles gelernt, der kann das alles noch viel besser als ich, ja. So, aber ich glaube, man muss es einfach lernen. Status läuft über Körpersprachwerkzeuge. Also wie viel Raum nehme ich mir, wie groß bin ich, wie viel Zeit nehme ich mir, wie viel Lautstärke nehme ich mir. Das kann man, Schauspiel kann man auch nicht lernen, indem man Buch. Im Endeffekt ist es ja Schauspiel, kann ich nicht lernen, wenn ich ein Buch lese, sondern ich muss mich auf die Bühne stellen und das machen und spüren, was hier passiert, ja. Liebe Michelle, mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider zum Schlusssport schon kommen, so interessant es auch ist. Wir haben jetzt aber noch drei Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Oh je. Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt? Spielen, spielen, spielen. Und üben, 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 natürlich vorher, ja. Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen? Tamaris, die 5 magischen Punkte. Unbedingt lesen. Ja. Oder heißt es die 5 magischen Punkte? Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Ja. Ja, ich bin ja schon älter, ich vergesse was. Aber es ist toll. Also das unbedingt lesen. Ja, das ist, war eins der ersten, was ich gelesen habe. Und nicht einmal, sondern alle paar Jahre mal wieder. Das vergisst man nämlich wieder. Ja. Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Ach je, diese super offenen Fragen. was möchte ich denn den Hörern mitgeben? Keine Ahnung, nehmen Sie nicht alles so ernst, was ich sage. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hat danke viel Spaß gemacht. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Hat mir auch Spaß. Super, bis bald. Tschüss, Michelle. Das war's mit unserem heutigen magischen Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Achtest du auf Körpersprache während deiner Show? Gib uns einen Kommentar auf iTunes, YouTube und Facebook.
Wir freuen uns auf dich. Bis in 2 Wochen.